Und wir fangen mit dem Titel an, der heißt Continental Up. Und der war nicht ganz so bekannt. Und so ein bisschen Shuffle. Ne? Waschmaschine Blues, The Land Joe Ma hat einen Song von generell, aber ganz, ganz früh, 70er Jahre. The Land Joe Ma.
Geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Ach ja, okay. Das ist wie beim Henning Schneider, bei einem komischen Clip über. Das hat so gemacht. Kennt ihr das jemand? Niemand? Gut, weiter. Hey, es ist. Mikrofon hat einen Knacksen. So war das halt früher. Und der nächste Song ist auf Mr. Gallagher. Und der heißt ganz einfach Secret Agent. Und handelt von einem Geheimagenten, der in geheimer Mission unterwegs ist. Dann weiß er genau, was er macht. Er ist geheim.
kommen wir zum Titel, den wir eigentlich, den sich viele Leute gewünscht haben von uns, der heißt Bad Penny. Wir haben es eigentlich gar nicht spielen, obwohl das so richtig. Aber auf vielfachen Wunsch haben wir es dann vorhin kurz eingeprobt. Also vorhin kurz, ich kann den Text sagen, richtig auswendig. Auf vielfachen Wunsch werden es eigentlich wohl, Bad Penny. Was ist du? Okay, wir spielen es trotzdem. Probieren wir es einfach mal. Oh.
Jetzt mal ein bisschen ruhiger. Muss ja auch mal ein ruhiger Song. Für die Mädels, die wollen sagen, jetzt gerne ein bisschen ruhiger, nicht so laut. Oder liege ich doch falsch? Okay, ich liege richtig. The Calling Card. Thank you.
Ich spiele mal einen Song, der ist ganz, ganz alt, aus den 60er noch eigentlich, von Roy. Ja. Ne, 70er war das schon, 1970. Mike verstimmt die Gitarre, hört ihr dazu? Das ist eigentlich ein Liebeslied für die Isa. Für die Isa gewidmet. Entschuldigung. Ich habe einfach den Kabotage schon positiv gesetzt. Typischer Anfängerfehler. I fall apart. Thank you.
heute Abend on the drums, the Mr. One and Only Klaus Müller. Mm-hmm.